und eine neue Folge. Ich wollte sagen, jetzt gerade noch die Pokémon-Musik oder habe ich jetzt gerade verhört? Keine Ahnung. Willkommen zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite. So, wie soll ich jetzt mit dieser komischen Gondel fahren? Soll das den Dings da stellen? Den Eiffelturm? Oder? Weil auch meinte, nach Paris und so, die Lidlum. Gut, okay, legen wir einfach mal den Hebel um, wie uns gesagt wurde und ja. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Uh-oh. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Aber den hier Spielzeugsachen. Ach Mann. Warte mal, das war doch hier hinten irgendwo. In der letzten Folge bin ich doch daran vorbeigelaufen. Nee, hier war es nicht. Wo war denn das? Oh. Was? Hier ist der Spielzeugladen. Was liegt denn hier? Oh. Ein Lockpick. Hä, wo war denn das? Irgendwo, war das hier? Employees only? Ach, ich weiß es gerade nicht. Wo war denn das? Hier war's. Hall of Heroes. Hall of Heroes. Bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Lol. Du guckst so. Sing praise to the songbird. Okay. Bucking Bronco, das hätte ich gern. Das finde ich ganz cool. So, ach, hier ist ein Knopf. Puff. Ja, läuft jetzt hier instabil oder was? Was zum Teufel? Oh oh. Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Wie sie guckt. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ja, hier ist der Sicherungskasten. Ja. Erstmal alle Knöpfe drücken, genau. Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Öffne einen Riss. Scheiße. Oh. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Ja. Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Okay. Und das ziehe ich dann raus. Wie ziehst du raus? Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh oh. Oh, oh nein. Schließ sie. Ich versuch's ja. Schließ sie. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Oh, jetzt ist es aber stinkig. Frauen. Okay, er speichert. Das heißt, könnte was passieren. Ah, das wäre jetzt ein super Bild gewesen für ein Thumbnail. Aber naja, ich hab mich anders entschieden. Verdammt nochmal. Oh. Naja, so ein Patriot. Motorisierter Patriot. Hatte ich hier nicht. Wo war denn das? Ich habe ja irgendwo vorher so ein Ding gesehen, so ein Infusionsscheiß da. Kann ich bloß zwei Waffen tragen? Das ist ja blöd.
beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Ja, aber genau die gleiche Scheiße. Wie der andere. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Cool. Ich wollte sagen, die Tür war doch eben gerade offen. Was ist das denn? Oh oh. Weg hier, raus. Was ist das? Fucking Bronco! Cool! Into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Drücke rechte Maustaste und schieße Gegner in die Luft. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste wieder los, um einen bockenden Bronco-Falle, eine bockende Bronco-Falle aufzustellen. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Das ist cool. Da lang sollen wir, okay. Nee, dann gehe ich da noch nicht lang. Place only. Das sah cool aus, der Effekt. Elizabeth, hilfst du mal? Kein Problem. Danke. Das sieht schon so instabil aus hier. Erledigt. Mit der Framerate. Ganz schön Rückstoß, ey. Hat es jemand gehört? Ich hoffe nicht. Ein Voxophon, das gibt Geld. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes Heil. Was haben wir denn hier? Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die wir. Das haben wir doch schon. So, ein Hut. Elektrische Berührung. 50%ige Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Opfer ist 3 Sekunden lang verwundbar. Vergleich, was habe ich denn jetzt? Nö, das lasse ich mal so. Technische Land, in dem ich war. Halt nicht, Ausrüstung anlegen, ich will die einfach bloß nehmen. So. Hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Ein Feind? Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Elizabeth, wärst du so freundlich? Kannst du das knacken? Ach, das wird nicht lange dauern. Plöpp und offen. Bitteschön. So, Silver Eagle. Cool, das gibt unheimlich viel Geld hier. Aber dafür verschwinden die Lockpicks. Das ist natürlich schade. So, jetzt haben wir ja Bocken. Oh, Scheiße. Da waren welche, Scheiße. Oh, shit. Schlafende Hunde geweckt. Hey, das ist richtig cool, die Attacke. Wow. Yeah. Und weg. So, erstmal heilen. Beziehungsweise Schild regenerieren. Oh shit. Das
Oh, das wird helfen. Boah, das ist schon so einer. Wo kommt der her? Und wie kommt sie hier hoch? Wow! Wo kommt der denn jetzt her? Na komm her, los! Hast du Salz dabei? Los, komm schon! Jawohl. Au. Ah, komm her. So. Oh, der lebt ja noch, scheiße. Los, Salz. Danke. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, okay. Der Dummkopf... Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Warum nicht? Wo bist denn du? Was liegt denn da? Ach, Geld. Geld kann man immer gut gebrauchen. Oh, wo ist hier ein Automat? Automat? Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Ah, ein Pick. So, sind wir denn hier fertig mit Aufräumen? Da ist doch noch einer, oder? Nee. Uiuiui. Oh, ich hab die Zeit vergessen. Die Zeit ein bisschen im Auge behalten. So, ach, wir haben noch. Ah, schön Muni. So, Zuckerwatte. Hui. Codebuch. Oh, ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Aha. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Elizabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Findet die Chiffre und das dazu gehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Aha. Optional. Finde den Vox-Code. Ja, toll, das letzte optionale Ziel haben wir auch nicht. Ah, hier können wir nochmal reinlinsen. Was gibt's denn hier so Schönes? Who are the Vox Populi? Unzufrieden, die unsere Lebensart hassen. Die wollen, was euch gehört, ohne Arbeit oder Herkunft. Kommt zur Fliegereinheit, verteidigt Columbia. Toll, das hat jetzt immer noch nicht genau gesagt, wer die sind. Armory, hier gibt's wieder Mumpeln, denke ich mal. Bonbons. Ja, natürlich flitze ich da wieder rum wie Lord Kacke. Da, mein Turm. Was? Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Was ist dein Turm? Ach so. Besuchen Sie die Home of Heroes. Bam, bam, neue Schockjockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Ach, hier kriege ich es. Schadenboost? Alter, hier gibt's ja ordentlich was. Aber hier gibt's keinen Schockjockey.
Schadenboost für Karabiner. Präzision. Ja, das wäre bei dieser Waffe schon nicht schlecht, weil die zieht ganz schön. So, Präzisionsboost. Verringert die Streuung des Maschinengewehrs um 75%. Alter, was? So, was haben wir denn noch? Magazin für Panzerfaust. Ne, gut, das haben wir noch nicht. Ist jetzt eher noch unsinnig. Schadensboost beim Präzisionsgewehr haben wir auch noch nicht. Schadensboost bei Panzerfaust haben wir auch noch nicht. Und Schadensboost beim Karabiner. Ach, das nehmen wir auch noch. Mit dem sind wir ja gerade unterwegs. Erhöht den Schaden um 25%. So, das reicht an dieser Stelle auch. Free Sample. Hm. Haben wir ja schon. Schokoriegel! Oh, ist die Muni wieder knapp. Er hat bloß immer 8 Schuss, so wie es aussieht. Da wäre ein größeres Magazin ganz cool. Okay, also müssen wir hier runter. Munition und Müsli. Munition und Munition. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. So, ich möchte aber dieses Alternativziel. Wo ist denn, wie erreiche ich denn das? Ich könnte doch hier... Optional, finde den Voxcode. Du hast eine Chiffre zur Übersetzung eines Voxcodes gefunden. Finde den Code für diese Chiffre. Bloß in diesem Bereich oder wo? Oh. Wo finde ich den Code? So, ein Code aber auch. So, hier drin waren wir noch gar nicht. Wer ist dieser Prophet? Wer ist dieser Betrüger? Dieser Scharlatan? Dieser Schlangenöl-Schacherer? Hier, für die Kasse. Für die Kaffeekasse. Okay. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel. Ich würde sagen, das spricht doch Fitzroy, oder? Seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Columbias rinnen. Munition für Panzerfaust. Ich hab ja noch gar keine. Panzerfaust, Alter, ich renne ja schon wieder so schnell. Was? Salz ist voll. Was hat er hier? Eine Pistole? Ne, was ist das denn? Achso, Schrot. Das sind für einer. Ach so, einer von den Vox Populi. Ich hab deinen Automaten gehört. Wo ist denn der? Automat, wo bist du? Ach hier. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht hin. So, Muni. Munition für Schrot? Ne, das kann man nicht gebrauchen. Das hier wäre schon eher was. Achso, ich hab schon alles voll, okay. Denn aber Salz. So, das reicht. Hier drüben. Was hast du gefunden? Außer das hier? Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slate, ja? Sir! Die Waffen weg! Ah! Okay. Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. Was kriegt? So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Tickets. Hier drin war ich noch gar nicht, oder? Hm. Können wir hier nicht rein? Doch. Doch, hier war ich schon. Ah, ich würde aber gern dieses Chiffre-Ding finden.
diesen Code. Ja doch, Chiffre. Irgendwie sowas. Hier war ich aber schon. Scheiße. Ich muss hier lang. Gibt's vielleicht hier unten noch etwas? Nö. Shisha, schade. Na dann bewegen wir einfach mal das Dingens hier. Und los. Das wird absolut fantastisch. Ey. Wo hast du das Ding her? Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Cool, danke. Ey, wo hat sie das Ding her und wo hat sie das jetzt hingepackt? So, und jetzt? Die Strecke ist frei. Oh oh. Suche Shock Jockey in der Hall of Heroes. Okay, und auf geht's. Ja. Wo ist Elisabeth? Ah, da kommt sie angefeuert. Oh. Ach, schneller nach oben fahren kann man auch. Hier. Da. Sehr lustig. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Wo? Wer? Oh. Why so serious? Ach hier. Ah, Slate. Den hochverdachten Aufruhr Cornelius Slate. Ich glaube, der war bei der Industrial Revolution auch irgendwie wichtig. Also, na, was heißt wichtig? Wurde erwähnt. So, ist voll. Da war eine Panzerfaust. Ah, brauchen wir die? Ich weiß es nicht. Na, ich nehme sie mal mit. Oh, zwei Schuss, juhu. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf! Und füllen diese Halle mit wahren Helden! Tja, und mit den Worten Hall of Huren. Wer hat denn das bitte übersetzt? Die Halle der Huren, Hall of Horse. Ja, und den netten Anblick. Oder um es kommst du? Beende ich dieses Take, diesen Part meine ich, und sage Tschüssi Loi. Oh, Tschüssi Loi, ja. Tschüssi, reingehauen, wiederschauen, reingehauen meine ich, und. Ja, tschüssi.